Also schlecht ist es nicht, dass die solche geilen Sachen droppen. Schlecht ist was anderes. Lol, das ist der Endgegner. Komm her. Komm her, du Verfickter. Komm mit hoch. Wir dürfen hier keine Aufmerksamkeit erregen. Wir locken. Oh, da ist eine Bombe, die ich mir gleich hole. Aber zuerst muss ich den hier töten. Boah, der hat so gut wie gar keine Leben verloren. Drecksvieh. Lol, ich werde sterben. Ja, gönn dir, trink, trink. Jo, gönn dir. Gönn dir, mein Lieber. Das kannst du dir ja noch erlauben. Jetzt muss ich den wieder da vom Endgegner weglocken. Okay, auf jeden Fall wissen wir jetzt, wo der Endgegner ist. Und den Endgegner, den werde ich auch noch in dieser Folge... Dann ist es jetzt... Scheiße, ey. Jetzt muss ich die ganzen Collies abhängen, weil ich keinen Bock auf die hab. Jo, jetzt sind alle wieder da. Läuft auf jeden Fall ganz dezent. Fuck you, Collies. Denkt ihr ernst, dass ihr eine Schnitte gegen uns habt? LOL! Nicht trinken, du dummes Vieh! Ja, genau, jetzt sind alle wieder da! Boah, ich dachte, wenn man die einmal besiegt, dann sind die nie mehr da. Ja, super. Jetzt sind wahrscheinlich auch noch die alle in der großen Halle da gleich wieder da, damit wir noch mehr zu tun haben. Ich habe keinen Bock da drauf. Ja, wir überziehen jetzt ein bisschen. Wir machen jetzt mal eine halbe Stunde oder so. Boah, fuck doch einfach nur, ey. Ja, kommt, Magier. Magier, kommt, gebt mir, gebt mir, gebt mir, gebt mir. Ja. Ja, sicher. Alles gut bei euch? Nein! Läuft. Dann lass mich wenigstens einmal den Endgegner angreifen. Kassier! Okay. Ich habe ganze 2 Sekunden überlebt und ihn ein paar Mal geschlagen. Ich finde es ganz geil. Mann, ich hasse es. Jetzt sind alle Gegner wieder da, ey. So ein Dreck. Ja, ey, nee. Hier war doch irgendwo noch eine Mission. Dann gehen wir nächstes Mal einfach... Da hinten, ich gehe jetzt an der Castle vorbei für das nächste Mal. Ja, ich muss jetzt auch ausmachen heute. Also, die Folge beenden so. Heute um 8 wird dann noch frisch für euch Sims. Lol. SimCity aufgenommen. Davon kriegt ihr sowieso nichts mit, weil wir da ja im Voraus hochladen, so richtig. Spike Creature. Komm her, Spike Creature. Dich machen wir jetzt noch platt. Für dich ist immer Zeit. Ich bin der Turm und ich schlag daneben. Oh, die hat mir ein Amulett oder sowas gegeben, ne? Nein, natürlich nicht. Natürlich gibt die mir noch so ein verficktes Teil für einen Magier. Davon kann ich ja 10, 20, 30 Stück gebrauchen oder vom Bogenschützen. Da kann ich auch. Also da haut immer schön. Haut mir immer schön zu mit Sachen von dem. Läuft auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall sind wir trotzdem ziemlich gut. Wir sind jetzt Level
bald Level 3, also wir sind bei 91 von 97. Und Tobi ist bei Level 3 von, bei 40 von 97 XP. Was ja eigentlich schon ganz gut ist. Also, boah, Alter, ich springe immer zu weit. Das muss man auch erstmal einschätzen können. Ja, ich komme gleich. Ich will das eben wieder aufladen, ey. Weil du machst ja schon manchmal ziemlich gut Damage. Squirrel. Von daher... Lol. Der macht aber wirklich richtig geil Damage. Maulwurf, mach was. Tobi, mach was. Schlag ihn. Wie der Tobi einfach von hinten schlägt. Das ist natürlich auch eine Taktik, die Viecher zu besiegen. Aber keine Sorge, Tobi. Jetzt beende ich das Ganze. LOL, der hat ja wieder regeneriert. Scheiße, ey. Boah, ich will da jetzt eben noch zur Castle, zu der nächsten Zeug rennen. Vielleicht ist es ja geil. Also, wenn es keine Castle ist, dann ist das richtig geil, weil dann gibt es da nur den Endgegner rumstehen. Der ist dann zwar mal ein bisschen besser, aber dafür müssen wir dann nur den besiegen. Das heißt, wenn wir nicht sterben, geht das wie von selbst. Ja, ich weiß, ich überziehe 6 Minuten, aber YOLO! Solange es keine halbe Stunde ist, ne? Leute. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich mit einem Schlag jetzt platt mache. Mit der geilen Torbenwaffe hier. Guckt sie euch an. Erst habe ich in Minecraft Season 1 schon so ein geiles Schwert. Jetzt habe ich ja auch noch so ein mega geiles. Also noch nicht mega geil, aber ein geiles. Ja, Zwiebellinge, ey, komm, ich habe keinen Bock auf euch. Obwohl, ihr gebt mir easy XP für neue Punkte und damit neue Skills. Lol, sogar zwei. Einmal ganz kurz pennen. Nee, mache ich jetzt nicht. Einmal ganz kurz Endgegner besiegen. Lol, was ist denn das für ein fetter Baum da? Ja, du lieber Wizard, besieg doch einfach die Hasen. Besseres fällt hier nicht ein. Lol, wie schnell der verliert, Alter. Den mache ich ja... Läuft. Mach das scheiß Vieh hier platt. Torben greift den Ogre an. Ich nenne das ja einfach mal Ogre. Yo, ich hab ein Petfood. Okay, was haben wir da hinten rumstehen? Da ist ein böser Collie, aber der ist ja kein Ding. Dann essen wir jetzt was. Was läuft da so rum für zwielichtige Gestalten? Und unser böser Endgegner-Typ, der ist da oben drauf, oder wie? Komm her. Du willst es doch auch. Na komm, stell dich nicht so dumm und geht doch. Und zack! Jetzt gib ihm, gib ihm, gib ihm! Der kassiert. Juhu! Wir sind Level up. Und der hat wahrscheinlich wieder so einen komischen Stab gedrückt. Ich hab B gedrückt, Alter. Geht doch. Ja, wieder genau den gleichen. Und wir haben ein Amulett, Alter! Ja, ist doch geil. Jetzt sind wir wieder besser. Und wir haben wieder volle Gesundheit. Und jetzt haben wir vor allem mehr. Von dieser... LOL, nein! Ich habe meine geile Attacke verschwendet. Und wir haben wieder einen Bogen bekommen, Alter. Tobi, ich habe ein Problem. Scheiße, ich wollte doch nichts...
Ich habe wieder auf Q gedrückt, anstatt auf 1. Ja. Lass mich nur erstmal 2 Kilometer lang laufen. Ach, das ist eine Böse, ja, sag das doch. Ja, dieses... Was hat der denn jetzt schon wieder fallen lassen? Ja, eine Iron Fist, aber ich kann keine gebrauchen. Kann mir nicht jemand mal Rüstung für mich geben? Eins von euren Kack-Gegnern. Na, wo ist er, der Riesenbaum? What the fuck, wo ist der? LOL! Ach da, lol. Jo, Tom rennt vorbei. Spawn ich doch gar nicht so weit weg. Was feiern die da? Das ist ein Lagerfeuer, alles klar. Da gehen wir da mal nicht hin. Ich soll da oben rauf. Ja, genau, ey. Ich versuch's einfach mal. Ja, läuft. Ich wollte eigentlich da oben. Wenn ich jetzt entdeckt werde, habe ich ein Problem. Gut. Warte, Tobi. Jetzt kannst du kommen. Aber immer locker bleiben, Tobi. Das ist kein Ding für uns. So schwach wie die da unten war, da muss der Gegner ja richtig stark sein. LOL! Wie kann der mal da runterspringen? Ja, du kannst dich direkt mal wieder... LOL, das ist Magier! Das ist Magier! Fuck! LOL! Okay, der hat da oben auch noch Bewachung drauf. Ja! Kletter wieder hier hoch. Läuft bei dir. Tobi, tu doch was! Lass mich doch nicht alleine! Ich hab was... Ich glaube... Okay, Leute. Das war's von der Folge. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir diesen Riesenbaum da kaputt schlagen. Ich würde mich über eine Bewertung freuen und dann sage ich ciao, ciao. Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Cube World und ihr werdet das jetzt noch in einer Folge haben, denn wir können hier gerade mal den Bug ausprobieren, von dem ich euch mal erzählt habe. Richtig geil. Und ihr werdet das jetzt noch alles in einer Folge haben, also mit dem letzten Mal. Deswegen muss ich jetzt noch 7 Minuten... muss ich nicht, aber mache ich. Nehme ich jetzt noch 7 Minuten von der anderen Folge auf, damit ich die zu Ende habe. Die 20 Minuten. So, ich muss erstmal gucken, wo ist denn hier der Baum? Mal die Map anzeigen, da. Dann wollten wir nämlich den Baum platt machen. Und genau, dann nehme ich jetzt erst noch 7 Minuten auf. Dann habe ich... auf... Dann habe ich die 20 Minuten fertig. Alter, da fallen welche runter. Was ist denn das für ein Vieh? Alter! Das ist der Endgegner. Nice! Ja, gut. Wo ist der Endgegner? Da oben. Was habe ich denn aufgesammelt hier? Ist das was für mich? Das war klar. Okay, wir legen uns jetzt direkt mit dem Endgegner an, solange der noch ein bisschen weiter unten ist. Das war gerade mega geil, als der richtig unten war. Boah, Junge. Wie mich mein Stamina aufrecht. Komm schon, fall hier runter! Da oben ist es voll kompliziert und außerdem kommen da noch mehr von deiner Rasse. Junge, ich habe noch viel zu wenig Stamina zum Klettern. Ja, du bleibst da einfach mal hängen, du kannst das, Tobi, ne? Läuft. So, mein Lieber, jetzt komme ich. Komm schon, du schaffst das, gut. Da oben ist er. Hi, Tobi.
Wow, nein! Ich bin so dämlich und jetzt muss ich aufpassen, dass ich... dass ich jetzt keinen, lol. Wir haben voll viel Petfood, Junge. Genau, jetzt gehe ich mal ganz kurz ins nicht ins Skills, sondern ins Crafting-Menü. Und, mach mir so ein paar Pineapple-Slices. So. Gut, und, ja, jetzt erstmal die auch noch auswählen. Na. So. Und jetzt geht's wieder los, Alter. Ich höre hier irgendwo jemanden rumlaufen. Ich hoffe mal nicht, dass der mich hier findet. Boah, Alter, ich hasse es, ich hasse es. Kletter, du! Gut. Gut, jetzt machen wir das. Jetzt klettern wir da ganz, ganz easy hoch. Warte ganz kurz. Ach so, der rumläuft, ist der Tobi. Der Liebe. Unser kleines Schnuckelchen. So, und jetzt aufpassen. Wow, Alter. Zack. Da oben ist er. Er beleuchtet alles rot. Jetzt kommt er. Alter. Junge, haut er rein. Was ist das noch für ein Fiend-Skelett? Okay, jetzt ist er aber unten, glaube ich, oder? In welche Richtung, in welche Richtung? Da hinten. Oh, ich bin so dumm, da ist doch der große Baum. Bitte lass ihn unten sein, lass ihn unten sein. Kletter dann nicht wieder hoch, du dummes Vieh. Nicht hochklettern. Wo bist du? Wo bist du? Nein! Okay, Leute, ich glaube, das wird nichts, oder? Wie sollen wir denn da hoch? Da fallen wir sofort wieder runter, ey. Nee. Das machen wir nicht. Das war nicht geplant. Wir gehen jetzt erstmal auf Höhlentour nochmal. Na. Und ich öffne einmal meinen Q-World-Wiki. Und kontrolliere mal ganz kurz, was ich denn mit dem Petfood alles zähmen kann. Oh, Alter, hab ich viele WhatsApp-Nachrichten. Egal, das ist jetzt nicht der Sinn der Sache, da anzugucken, ne? Boah, Junge. Was ist da los? Gut, Cube World Guide. Gut. Pets. Was haben wir denn hier? Einmal einen Erdbeercocktail. Einen Erdbeercocktail. Da, das kann man eine Krabbe mitmachen. Meloneneiscreme. Hallo. Melone. Guck. Da! Ein Moskito kann man damit machen. Kann ich denn nichts, wo man mit mir mal reiten kann? Chocolate Bar. Chocolate Cookie. Milk Chocolate Bar. Ah, das, da kann ich einen Plane Runner, auf dem kann ich reiten, okay. Das ist da mein Ziel. Ist hier irgendwo eine Schlafmatratze? Nee. Ja gut, dann Höhlen, denke ich mal, finden wir da. Ja. Jetzt mal wieder Lampe anschalten. Da
Da können wir noch Ginseng abbauen. Ne, Cotton ist das, ja. So, in einer Minute ist auch die Aufnahme vorbei. Zack. 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 Oh.